So einfach kann Bücher ausleihen sein. Lieblingswälzer aussuchen, zum neuen Ausleihautomaten spazieren, Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, Mitgliedsausweis scannen und Buch auf das Gerät legen. Quittung schnappen. Fertig. Noch unkomplizierter wird es bei der Rückgabe, bei der nur noch das Buch auf den Automaten gelegt werden muss, ohne Ausweiskontrolle, sodass auch Freunde oder Verwandte geschickt werden können. Angst vor der neuen Technik der Dessauer Hauptbibliothek muss übrigens niemand haben. Und auch die persönliche Note bleibt trotz Automatisierung erhalten. Wir werden assistieren an den Plätzen. Wir lassen unsere Kunden dort nicht allein, sondern sie können also immer fragen und wir helfen. Und werden also dann, wenn die Kunden das gut können, sie dann allein an dem Gerät auch arbeiten lassen. Aber zum Anfang sind wir dabei. Die Nutzung der Automaten vergessen sollten Nutzer allerdings nicht. Dann nämlich schlägt das neue Sicherheitssystem am Ausgang Alarm. Apropos Ausgang. Auch die Tür wurde durch moderne Brandschutztechnik ersetzt, die sich auf Knopfdruck schließt. Augenscheinlichste Veränderungen sind neben den neuen Automaten vor allem frische und moderne Bücherregale. Auch wenn diese noch einige Lücken aufweisen. Der Aktion Leihen, so viel sie tragen können, vor dem Umbau sei Dank. Der Fußboden ist ebenfalls neu. Größte Erleichterung für die Mitarbeiterinnen ist allerdings der neue Lastenaufzug. Also wir hoffen, dass der neue Lastenaufzug natürlich störungsfrei läuft. Denn der 40 Jahre alte hat dann ab und zu mal seinen Betrieb eingestellt und wir mussten dann alles tragen. Und jetzt haben wir einen neuen, der also wirklich nach neuestem technischen Standard dann auch funktioniert und der bis unters Dach fährt. Wir haben ja noch eine dritte Etage für die Büroarbeiten und dahin fährt er jetzt auch. Also eine Etage mehr. Genutzt wurde die Schließung übrigens nicht nur, um die rund 100.000 Bücher und andere Medien mit Computertechnik zu versehen, sondern auch, um das Angebot aufzufrischen. Also beim Bestand hat sich geändert, dass wir jetzt die Kinderkassetten, wo die Geräte kaum noch in den Kinderzimmern sind, aus unserem Bestand herausgenommen haben. Auch die Videos sind herausgenommen, aber wir haben sehr viele neue Filme und wir haben auch durch die Sparkasse sehr viele neue CDs, Hörbücher für Kinder, gesponsert bekommen. Rund 150 Hörbücher dürften am Donnerstag ab 10 Uhr also die ersten Besucher ebenso anziehen wie die Neugier auf die sonstigen Veränderungen. Und ein Gläschen Sekt sowie viele Überraschungen halten die Mitarbeiterinnen für die ersten Gäste nach dem Umbau natürlich auch bereit.